Überwiegend mit Abgaben zeigen sich die Indizes an den Börsen in Ostasien. Der Hang Seng-Index verliert in Hongkong 0,1% auf 29.991 Punkte und rutscht damit wieder unter die Marke von 30.000 Punkten, die er am Vortag erstmals seit 10 Jahren wieder übersprungen hatte. Für den Shanghai Composite geht es mit 1,3% auf 3387 Punkte dagegen deutlicher nach unten. In Tokio findet aufgrund eines Feiertages kein Handel statt. In den USA bleiben die Börsen wegen Thanksgiving ebenfalls geschlossen. Vor diesem Hintergrund seien die Umsätze recht gering, merkt ein Teilnehmer an. In Shanghai verweisen Teilnehmer zur Begründung auf Gewinnmitnahmen. So habe der Index bislang alle Handelstage in dieser Woche mit einem Aufschlag beendet. Analyst Shane Chanel von ASR World Advisors will weitergehende Gewinnmitnahmen in Asien nicht ausschließen. Vor allem Verzögerungen oder Anpassungen bei der US-Steuerreform könnten die Märkte belasten, ergänzt der Teilnehmer. In Sydney, wo der Handel bereits beendet ist, schloss der S&P/ASX 200 wenig verändert. Hier glichen die Aufschläge bei den Minenwerten die Abgaben im Bankensektor aus, hieß es. Damit habe der Markt die Gewinne der vergangenen beiden Tage behauptet, so ein Teilnehmer. Während es für BHP Billiton um 1,3% und Rio Tinto um 0,4% nach oben ging, verloren Austrachtalia und New Zealand Banking Group 0,6% und Westpac gaben um 0,5% nach. In Singapur kann der Markt die jüngsten Gewinne ebenfalls behaupten. Hier stützen überraschend gute Wachstumsdaten. Das Bruttoinlandsprodukt, BIP, kletterte im dritten Quartal um 5,2% und stieg damit so schnell wie seit 3 Jahren nicht mehr. Analysten hatten mit einer Zunahme um lediglich 5,0% gerechnet. Für das Gesamtjahr ist die Regierung zudem optimistischer. Hier wird nun mit einer BIP-Zunahme von 3,0 bis 3,5% gerechnet, nach zuvor 2 bis 3%. Quelle: n-tv.de